Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen hier zurück auf einer neuen Map und einem neuen Projekt. Nämlich auf der Baltic Sea mit dem Flo und dem lieben Sebi. Ein wunderschönes Das wird wahrscheinlich der Nachfolger oder nebenbei Läufer, ja. Wie man es nennen will, von der Rade. Ja. Je nachdem, wie wir halt Bock haben, werden wir hier oder auf der Rade spielen. Ja, weil die Rade. Ja, gut, die Rade dann so knapp 100 Spielstunden, ne? Ja, und auf der Rade sind wir schon echt riesig und langsam, ja. Macht ja auch keinen Spaß mehr. Wir sind, also, wir haben 600.000 Euro und davon müssen wir uns Maschinerie bis auf Traktoren und noch Felder kaufen bis auf Feld 1, weil das beim Hof dabei ist. Da würde ich mal sagen, kaufen wir Feld 5, also wieder 5 und Feld 2, oder? Ja, können wir da gerne mal, ich glaube, gehen wir mal kurz zu unseren Traktörchen rüber, damit die Leute auch mal. Dann kaufe ich kurz Feld 2 und Wiese 5. Jo, mach das schon mal. Ich zeige uns mal schon unsere Maschinerie, die wir bis dato haben. Da drüben sehen wir unsere einzige Maschinerie. Ja, was denn? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber unser Hofaufbau, wenn man dann auf dieses X drückt, schaut ein bisschen falsch aus. Ja, egal. Ja, das geht noch. Du, das geht noch, aber noch. Das ist noch im Maß. Also einmal hier haben wir hier ein Philips, ein wunderschönes Schmuckstück, der fehlt eher, den kann auch ein bisschen erklären. Sag mal, was hast du denn noch Schönes? Ich habe mir ein wunderschönes Stückchen mit einem Hauerfundlader, einen 6910S, ich wollte eigentlich den Premium, aber wir mussten ja sparen, ist dann doch dies, das, jenes, egal. Mit, keine Ahnung wie viel Liter Diesel, weil das wieder so ein Anzeigebug ist, ich glaube 129.000 Litern. Ja. Hab Simple IC, nein, hab bloß IC mit drinnen und ja, ist ein älteres Stückchen, aber schön. Hört euch mal. Schön ist es. Ja, der Motorsound ist natürlich schon was anderes Leckeres, ne? Der Fahrzeug vor allem. Der ist auch richtig. Der klingt auch richtig gut. Richtig schön kernig. Ja. Dann kommen wir mal zum nächsten. Dann kommen wir zum nächsten Schmuckstück. Das ist mein wunderschönes Gefährt, mit dem ich in diesem Projekt eine gute lange Weile fahren werde. Eine B-Trax 1600er Turbo mit natürlich. Wer kennt Schlepperdreck muss dran, nimm Stoll FZ60, der kommt aber dann jetzt abkuppelt, weil ich den aber nicht brauche. Simple IC natürlich, ich habe den auf der Rade auch schon gesehen, bloß den wir da den 1800er haben. Ist bis dato der stärkste auf dem Hof mit 160, der Johnny hat 145 normalerweise, soweit ich weiß, oder? Klar, ist genau so. Ja, so viel war es eigentlich dann schon von meinem wunderschönen EP-Trag und dann kommen wir zum Sebi, seinem Schmuckstück, der hat sich ein Glas geholt. Ja, ich habe mir ein Glas... Das modernste auf dem Hof. Ja, ich habe mir ein Glas Arion 6... 110 geholt mit einer Frontladerkonsole und ja, der wird jetzt mein Begleiter für dieses Projekt. Ja, ist aus dem Class Platinum Edition und kurz, darf ich ganz kurz was Kleines dazu sagen? Ja. Ja. An alle lieben Zuschauer, ja, wir sind alle leider Markenschweine. Du, da kann man nichts gegen sagen. Ist so wie sie sind. Ich hätte auch einen Johnny genommen, aber ich wollte nicht, dass die Marke einfindig wird bei uns. Deswegen sind wir Marktschweine. Ja. Ja, auf alle Fälle, ich würde dann mal gleich einen Hänger und einen Drescher holen, oder? Oder sollen wir Drescher mieten? Ich glaube, Drescher ist nicht das Wichtige, also es geht eher um die Bodenbearbeitung und so weiter, damit wir das haben, was wir halt einfach öfters brauchen. Ja, da kaufe ich mal, was soll man denn holen? Was für ein... Das war ein schönes Anhänger. Ich hau jetzt einfach mal den Frontlader weg. Weil ich würde mal den... Ich kaufe mal ja, was Schönes. Wenn man Hänger holt, ich hol die Hänger. Nee, ich hol den Hänger, weil ich weiß genau, wo ich den schon mal reinstelle. Und was darf ich dann holen? Es steht genügend am Hof rum. Oh. Du meinst am Händler? Ja. Ich fahr schon mal los. Dann muss ich nochmal die Tür zu machen, sonst würden die hier noch irgendwie weggefahren. Kann man denn hier Super und das... den Frontlader hinstellen, schön mit in die Garage rein, braucht man den Frontlader ja gar nicht mitnehmen. Der ja. Abdeckung beim Anhänger, nee, ne? Nee. Ja, braucht man nicht unbedingt. Nee, ist mir egal. Warte mal, ich begebe mich mal zum Händler rüber. Dann habe ich jetzt mal den, ich kaufe dann gleich noch mit Sämaschine und Ding, oder? Ja, Sämaschine auf jeden Fall. Scheibenegge, was nehmen wir denn? Ich kaufe uns was Schönes. Wir müssen ja gucken, dass die PS-Zahl noch stimmt, nicht immer was für 200 PS kaufen. Ich glaube, ich habe gerade für 200 PS gekauft.
Boah. Ja gut, das wird dann, ja, das geht schon, das ist eine Scheibe. Das wirft dein B3-Schütze her. Allrad, Sperren drin, dann geht die Sache ab. 110, 180. Ja, nee, nehmen wir die 180, oder? Ja, das passt schon. Oh Gott, ich höre auch ein bisschen weiter rüber hier. Wenn wir hier links rennen, sind wir eigentlich schon am Händler. Also der Weg ist nicht allzu weit zum Glück. Ja. So, hier geht's rein. Ah, da sehen wir schon ein paar Sachen stehen. Ich sehe was Grünes und noch was Grünes. Also eines habe ich schon mal als Brand identifiziert. Brandmetanne, ja. Ey, ihr blöden Schweine. Ja. Ihr liegt mir vorausgefahren, ne? Jetzt geht's aber los hier. Warte mal, ich schnapp mir gleich mal. Shaming. Ich schnapp mir den Hänger, ne? Das zeige ich euch mal gleich. Ja, ich lasse ihn extra noch stehen. Wie viele Hänger haben wir überhaupt? Einen. Einen. Der reicht leicht. Ich glaube, der hat 55.000 Liter oder sowas. Aber was ich tatsächlich jetzt noch brauche, ist ein Gewicht. Da kann man natürlich. Und der gute. Ich bin in die Seemaschine. Passt. Das ist ja auch das einzige, was noch. Oh ja, auch noch ein Gewicht. Oh nein. Ich brauche auch noch ein Gewicht. Oh nein. Kauf dir aber das kleine Glasgewicht, wenn du dir ein Glasgewicht kaufst. Ja, ich kaufe ein Glasgewicht. Kauf dir das. Oh Gott. Okay. Dein Johnny ist neu, ne? Also neu alt. Ich sag euch mal was, ne? Ja. Bei dem Verkehr müsst ihr aufpassen. Ja, der rammelt sich ein bisschen weg, ne? Der bremst nicht. Ja, habe ich schon rausgefunden. Doch unangenehme Weise, aber gut. Ich hab's auch schon zweimal herausgefunden. Ungefähr zweimal hatte ich, glaube ich, einen Unfall mit dem. Wenn ich rauskomme, deswegen muss man jemand immer gucken, wenn wir rausfahren. Ist das dann nicht mehr Tempo, oder was kommt? Ich fahr jetzt öfter mit Tempomat auf dieser Map. Beziehungsweise wir fahren, glaube ich, mit 10 km/h zum Hof. Wir sehen uns in 10 Stunden. Ich stelle meinen Tempomat gleich auf 30 runter. Wir fahren 30. Na komm, fahren wir 30. Also wir haben noch 200, knapp 300.000 noch. Ja, der Teil, was brauchen wir denn noch alles? Mähwerk? Ja, Seemaschine, Gruppe haben wir. Mähwerk, Anhänger haben wir, Felder haben wir, Mähzeug! Mähzeug brauchen wir noch dringend, ja. Oh, egal, ich kann vorne noch anfangen. Wir haben auch hier natürlich so gut wie alle. Das lasse ich jetzt mal euch kaufen, weil schon sonst wieder der ist so ausgeber. Komm wieder durch, ja. Doch. Haben wir jetzt immer schon mal zu dir gesagt, dass du immer ausgibst? Ja. So, warte mal. Soll ich die Schlange? Ich kaufe eine Hand. Nee, was brauchst. Mähtechnisch fahren wir den alles mit drauf. Ah ja, schon diese Sachen. Ja, das Thema ich vor 30. Die Frage ist, wollen wir gleich Schmetterlinge? Schmetterlinge sind wahrscheinlich noch zu groß. Ja, und wir können auch nicht, außer wir nehmen das vom. Nee. Nimm mal das passend zu Glas. Das passt nämlich zu meinem Traktor. Das passt. Ich nehme eins von Feller, ne? Für Schlepperdreieck nehmen Flo oder? Ich kaufe einen für Schlepperdreieck. So, Front und Heck. Gewicht, so. Wo wollt ihr die Seemaschine stehen haben? Müssen wir ja schon noch gucken. Also Mähwerk haben wir uns nun auch. Ich wüsste einen schönen Platz fürs. Das heißt, wir können nicht hinpacken. Wär's, wenn wir Gruber und Seemaschine in gleichen Schuppen reinschicken? Also ich hab da schon eine schöne Aufteilung für uns. Ja, also gut. Die sage ich dir gleich. Ja, also ich warte wieder mal, ne? Ich auch. Ich hab's gleich. Ich warte vom Haus. Ja, einer könnte noch mal kommen, Ja, ich stelle den jetzt hier erstmal ab, den Gruppe bei dem. Beziehungsweise die Scheibe, ne? Zack. Ich hol mir gleich das Mähwerk. Oh, ich muss noch mein Ton was machen. Ja, das Mähwerk holen meinte ich gerade. So. Also ich habe uns Front und Heck von Feller gekauft. Ja, passt. Ist schön, ja. Preis der also gut. Aber wie habt ihr, also wie findet ihr den Brandner mit den Holzplanken oben drauf? Schön, ne? Ich würde sagen, schön. Haben wir jetzt auf keinem anderen. Oh Gott, da kommt ein LKW schnell raus. Moin. Boah, der Sound ist brachial von dem Johnny, ne? Ja, deswegen. Aber der kommt doch sehr nah dem Original, also. Ja. Ich habe schon den einen oder anderen. Also naja, direkt genauer kann ich es nicht sagen, weil wir haben den 63er daheim, paar Nummer kleiner. Aber
So vom Ding her. Vom Grundprinzip ist er ziemlich nah. Ja, sehr nah. Ticken mehr rauchen könnte er vielleicht noch, aber das ist Geschmackssache. Ja. Ja. Ich schau mich an, ob ich mich beim Hof auch zurecht finde. Also ich weiß schon, wo ich. Verirren kann man sich auf unserem Hof wenig, weil er ist relativ übersichtlich gehalten, muss ich sagen. Ja, das schon. Das ist auch richtig cool. Also ich stelle mal den Hänger wo ich sagen würde, da passt er rein. Jo, mach was. Ach warte, Bock, hast du schon ein bisschen mehr Erfahrung mit dieser Map? Aber der Schuss. Naja, mehr Erfahrung ist nicht so, aber ich schau jemand, der spielt auf der. Liebe Grüße gehen an dich aus. Ja. Weil da sieht man also oder? Was? Wir schuppen auf dem Berg. Oben. Bist du? Wo bist du, Sebi? Ich bin gerade darauf gefahren, wo wir vorhin waren. Mami, ich komm mal kurz zu dir, ne? Komm mal nochmal her, da wo wir. Also, komm mal nochmal her, da wo. Wo hast du die. Flo? Komm mal nochmal hier vor. Ich bin ja wieder hoch. Ach, wo habt ihr denn das Zeug hingestellt, ey? Ich hab's nur abgestellt, weil jetzt. Ich sag das doch mal ab. Apropos, die Simon. Debi. Häng hier mal an. Häng hier mal an. Also, ich will schnell. Gott. Ich häng ihn an. Häng hier mal an. Ich sehe schon kommen, ich werde hier der sein, der wo die ganze Zeit aufräumen muss. Ich hole dir gerade das Mehl. Oh, das Tor geht auf. Ah, das ist ein Schweine. Wo ich die ganze Zeit versuche aufzuräumen. Ja, immer die Sachen. Dann fährst du hier rein, Sebi. Wo? Hier, wo ich stehe. Vor zu der Traktorhalle. Da durch. Ich da. Dann fährst du vorwärts so hin. Hier so rein. Und fahrst dann rückwärts so ran, da, hier, seitlich. Ja, genau so. Und jetzt hier so in das Eck rein. Und daneben kommt dann noch die Seemaschine. Also so, oder? Komm schon. Ja, genau. Bisschen noch zurückschieben, einlenken, zurückschieben. Genau so. Passt. Ich höre einen Mähdruck. Schau, ob da mal die Mähwerker kommen hier oben rein. Aber ich freue mich noch. Ah, ich liebe. Ah ne, warte mal, hier muss Spritze rennen. Ups, sorry. War falsche Seite. Hier. Ich würde dich hier reinstellen in diese Unterstellung. Hier. Ich hole die Seemaschine, Philipp. Die steht eh neben dem Haus. Da bin ich halt direkt. Der schaut doch schön aus, ne? Mhm. Aber habt ihr den? Habt ihr schon gesehen, wo der Hänger steht? Oh. Schwader? Ist schon gekauft, oder? Nee, ist noch nicht gekauft. Bender? Nee, ich hab bis jetzt nur Mehlwerk. Wie wär's mit dem Bandschwader? Oder wollt ihr Nein, ist viel zu groß und Alter, wir müssen erstmal klein anfangen. Ah, also ein Einkleidschwader beziehungsweise, oder? Einkleidschwader. Ein bisschen realistisch denken. Neben den Grubber kommt dann die Seemaschine. Oder? Genau. Ich habe Schwader und Wender gekauft. Guter Platz für den Anhänger. Ich schon mein Gewicht alle von. Was brauchen wir denn noch? War da wenn der Ladewagen? Dann nehme ich den großen vom Ding, oder? Ich würde sagen zwei. Vom Alpine Pack. Ja. Weil der braucht 130 PS, der. Ja. Gut. Komm, ich fahr direkt los. So. Hier oben. So. Ist der Hänger, Sebi. Ja, hab ihn schon gesehen. Ich habe gesagt, guter Platz. Hör zu! Da kommt auch was. Ja. Alter. Ich fahr hier nur 30. Oh. Wieso fährst du da nur 30? Alter, du kannst geradeaus Vollgas brettern, ne? Ich überhole gerade mit dem 43er Diesel, weil die hat einen 50er. Ah ja. Ich fahr 30 an. Ich sehe Flo hinkommen, ne? Ja, also ich bin mit Zimmer 50 unterwegs. Flo holt uns ganz schön ein, du Sebi. Gib Gas! Ich komme alles raus, aber also hergeben, Alter. Ich hab das Gas mit deiner Bodenfest genannt. Ich lasse rüber. Ich lasse vorbei. Du musst da gleich rein. Flo, ich weiß. Wir müssen da rein, ne? Ich weiß. Okay. Ich hab verloren.
War wir wieder ein Spiel, der Brems verliert? Nein. Nee. Das macht dann du bloß, wenn man sich gegenübersteht. Hulle. Ja. Ich nehm Wender. Gut, ich komme in Ladewagen. Ich war Zweiter. Okay, dann in Ladewagen. Oh, das sehe ich auch, den haben wir bis dato noch nicht gezeigt. Der wird vielleicht ihm auf der Erde gerade irgendwann mal kommen, wenn wir das Geld dafür haben. Und das ist schon von Pöttinger mit, ich weiß nicht, wie viel Filmvolumen der momentan hat, aber es ist auf jeden Fall ausreichend für den Anfang. Ich glaube 22 irgendwas. Okay. Wir haben ja schon gerade Wachenfahrt. Ich hab das noch. Wir haben noch 123.000. 26.000 Liter haben wir. Okay. Na gut, wir sind eigentlich relativ, also wir sind stabil aufgestellt. Ja, dann muss man sagen. Gegen uns. Flug bräuchte man vielleicht noch, aber gegen Unkraut würde ich mal vorerst nichts machen, weil ja, dann können wir uns Unkraut ist ja am allerwenigsten momentan. Die Sorge. Wenn wir es brauchen, ich sogar mal sagen. Ziehen, ja. Weil, erstens, ich glaube, bei Unkraut mehr einbußen. Ja, also Unkraut muss wegmachen, ansonsten ist es komplett verkackt. Okay, haben wir Flügen an? Ja, genau. Ja, wir haben alles schon an. Dann würde ich auf Strickel gehen, so wie auf der Ding. Keine Kong gehen wir rein. Ja, können wir gerne mal machen, aber ein bisschen Abwechslung, weil wir das Radar am Ende nur spritzen. Und so ein kleiner ja, Strickel. Schon. Tut auch mal gut. So, warte mal, kommen wir hier irgendwie rein? Ja, ich hoffe es mal. Der Flug kommt da einfach rein, aber jeder kommt hier rein, außer Flug. Ich bin reingekommen. Also. Ich meine hinten. Weil, wo ich in der Flipsi jetzt reingefahren bin. Was soll in der Wunderschön? Hey, nein, Flo wollte einfach nicht reinfahren. Ladewerben, Flo, komm mit. Ja. Soll der Wende auch fahren? Du, ja, kannst auch. Ja, dann kommst mit, beide. Vielleicht war da ein Sound. Ich hab noch nichts gesehen, ich hab nur gesehen, ich hab was fahren, ist alles gut. Ich habe gar nichts gesehen, ich da war gerade am hier hoch, ich bin vielleicht ein bisschen grün, hier hoch. Ja, ich sehe dich. Hier hoch und dann ich hier stellt schon einer hier rein. Flo, du fährst hier rein und ja. Sebi hier. Oder warte mal, wer von euch zwei ist höher? Ich glaube. Okay. Flo, du fährst hier rüber, weil Sebi ist höher. Komm ich Sebi da wird hier rein. Was? Diesen kleiner Burg. So, ich? Ihr müsst hier so ganz nah hinfahren und dann so einlegen. Ah ja. Immer oh, gespannt. Jetzt ein Zaun. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich da oben irgendwas reinkomme. Ich glaube, ich komme da nicht rein, ne? Der ist zu hoch. Soll ich? Nein, der ist zu hoch. Meines Erachtens. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Wender reinkomme. Nee, der passt da nicht mehr rein. Nee, kannst du vergessen. Das geht sich nicht aus, du. Ich stelle den Wender höher. Warte, ich fahre neben ran. Ja. Ah, der Wender ist nochmal. Der Schwader. Der Schwade ist höher. Warum sage ich eigentlich auch immer Wende? Der Schwade ist eindeutig höher. Da nicht? Ja, Stevie, dann fahr mal hier rein. Müsste ja eigentlich. Oder warte mal. Nee, warte mal, ich glaube, das geht sich nicht aus. Eieiei. Flo, fahr du da oben rein. Sebi, ich schau mal, ob ich einen Platz finde. Dann fahren wir wieder hoch. Such dir einen Platz außen, schönen, würde ich sagen. Ja, schön. Er muss ja nicht. Ah, oh ja, Sebi. Ach nee, das ist Silo, verdammt. Der muss ja nicht unbedingt unterstehen, oder? Nee, muss er eigentlich nicht. Legen dann kommt mal mit, Sebi. Oder warte mal. Wir haben den so hohen Schwade gekauft. Wo bringst du den hier runter? So, ich komme hier wunderschön rein. Knall mit gutes Stück. Kommst du hier rein von der Breite? Von der Breite schon. Von der Höhe weiß ich nicht. Oh, von der Höhe geht auch nicht. Oh, Mann. Oh, doch, von der Höhe geht auch. Was? Doch, der geht. Ich krieg den rein von der Höhe. Oh, aber minimal ist aber. Fahr noch ein bisschen an. So, bleib stehen. Jungs, wir können schon gleich dreschen beginnen. Wir haben ein reifes Feld. Ja, dann mieten wir, oder? Oder warte mal, haben wir genug Geld? Wir haben 123.000. Die Frage ist. Ne, wir 123. Wir können den Rosten nicht. Wo wir auf der Erlen gerade. Oh Mann. Eieiei. Also ich schnapp mir ich glaube der Rostet Mesh Nova mit 105.
und dem Schneidwerk müsste sich ausgehen. Nee, geht sich nicht aus. Ah, mir schon getan. Der Drescher sind immer so teuer. Ja, dann bieten wir halt erstmal. Ja. So, ich nehme jetzt erstmal das Mähwerk und dann beginne ich zum Mahn. Was soll ich da machen? Du kannst dreschen. Drescher, ja. Okay, dann geh ich in den. Willst du ein GPS haben, Sebi? Ja. Ich stell mein Drescher direkt in den Stollen rein. In die Uhr. So, nur wir sind da drauf, glaub, Wurzeln, oder? Es ist Weizen drauf, das heißt, wir kriegen da auch Stroh drin, wunderbar. Aber wir haben auch. Also soll ich mit Strohablage dann dreschen? Wir haben auch Zeug drin, okay. Ja, ja, natürlich. Das ist immer klar. Flüssig stelle ich mit anderen Abfahrer hin. Komm ich da zu unserer Wiese, ist die Frage? Ich glaube schon, oder? Ja. Stell mir dann bitte den Abfahrer mal hin. Ist die schon? Mache ich dann. Oh, ich komme da nicht hin. Ja. Ich komm dann gleich zum Sebi, und dann fahr ich Flo Wendel hinterher, oder? Ja, ich muss jetzt eh erstmal außen rumgefahren einmal. Keiner hat gesehen, was ich gemacht hab. Du, wir brauchen einen Schneidwerkswagen. Nee, brauchen wir nicht. Ich fahr so über die Straße jetzt. Ja, das sind 4 Meter. Da kann ich eh eine Schelbe 22 fahren und fahr ich einfach mit dem Nomad. An welches Feld überhaupt? Ich bin falsch. Weiß es nicht. Frag Flo. Feld 2. Feld 3. 2 hatte ich schon. 2, ich weiß gar nicht, ist die 1 auch reif? Da gibt's gar nicht geguckt. Nee, brauch nur. 1 ist nicht reif. Flo, wo wärst du noch? Ich hab die coolste Fahrt. Ich bin aber auf dem Weg. Aber überall ein Zaun bei unserer Wiese. So, wie du jetzt gerade fahren willst, kommst du fertig zu unserer Wiese, ne? Du kommst wieder zum Hof. Ja, weil, da muss ich auch wieder hin, weil ich wollte von unten ranfahren, aber da ist überall Zaun und da komme ich nicht rein. So. Deswegen muss ich irgendwie über unseren Hof ein Schleichwegchen irgendwo eine Zaunlücke finden. Und ich muss irgendwie eine Lücke, irgendwie zu Feld 2 kommen. So, warte mal, das sieht vielversprechend aus. Ja. Kann ich mal kurz die Straße sperren? Warte mal, ich will keine Fahrzeugbegegnung an der Brücke haben. Das sieht schon besser aus. Du musst gar nicht in den rein. Ah, hab's gefunden. Wir halten jetzt schon mal, weiß nicht, wo das Tor aufgeht. Oh nein, okay, das ist mir so mal sympathisch. Ne? Ein Tor nach innen aufgeht, das ist gut. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen unterwegs. Wir klammern das schon mal auf. Wieder Dresche kann 30 fahren. Bei mir steht 22 auf dem Tempomat. Sondern wir mal hin. Nee, wir können uns dann 22 fahren. Ja. Das müsste ich nicht packen. Passt. Jo, packt da. Also ich liebe jetzt schon diese Net. Ja, sie ist schon schön gemacht, muss man sagen. Am meisten will Anfahrt fliegen. Ja, die Da fahr ich mir schon bei. Da fahr ich ja. Ich wäre auch so geil mit meinen. Ja, ich glaube, ich kann ein bisschen fahren. Und dann, ja, falls die Frage aufkommt, dieses Bild wird Mittwoch, Samstag, Sonntag kommen, also so wie. Hier ist noch ein Unterstand. Du hast noch einen Unterstand gefunden. Ja. Keiner sieht meinen Schleichweg. Ja, wir sind jetzt auch stehen mit Boden, aber nein. Kommen wir nichts mehr, ne? Sebi, ich nehme dein Glas, okay. Ja. Haben wir den Rostenmäscher gemietet? Ja, wir haben den kleinen Rostenmäscher. Hättet ihr mich jetzt gesehen, als du da sagst, ich nehme dein Glas? Wie war ein. Nein, ich fahr dir doch bloß den Abfahrer hin. Ja, über den Feld 1 fahren, da ist das über Bühnenstreifen, da muss ich aber aufpassen, dass er ins Wasser rein muss. Ja, ich bin gut im Fall. Aber es ist sehr schwer. Wo geht das rein? Es gibt hier gar. Du bist schon längst vorbeigefahren, du musst einfach weiter fahren, du musst drehen. Mehr von oben rein. Ah, ne, muss ich nicht.
Es sind überall. Vorne oder? Muss ich rein. Fahr da mal, ne? So. Ich bin alles eingefahren. Aber egal. Haben die Felder eigentlich auch einen Zaun? Nee, glaube ich, oder? Was? Haben die Felder nicht? Ja, gut. Das ist die Wiese, glaube ich. Ja, weil man es im Prinzip auch als Weide nutzen könnte, finde ich. Ja. Bei mir ist es schon hier ist eine Wasser. Also hier ist eine Wasserüberquerung, aber du musst leicht durchs Wasser. Naja, schön, ne? Also ich sag's mal so. Das Wasser ist ja so gemacht, dass man drüber fahren kann. Echt jetzt? Ja, wie bei der Ellerbach oder Geiselsberg. Okay. Egal. Bist du noch auf der Geiselberg unter drinnen? Das war nicht aufgenommen, aber ja. Ja, das war geil. Oh, hier oben ist ja noch sau viel Wiese. Hm? Flo, über unseren Feldern mähen wir dann auch nochmal, oder? Warte mal. Ich muss mal kurz angucken, wo da oben. Mhm. Ich stell dir den hier hin, okay, Sebi. Ja, wir müssen. Ja. Müssen Strohablage so an. Ja, ich hab Strohablage an. Siehst du meine Strohablage? Ich sehe die manchmal nicht. Ja. Ist wahrscheinlich von der Synchro bei mir. Ja. Gut möglich. Wahrscheinlich ist die Synchro gar nicht so bei mir. Ich glaube, zwei von deinen Fuhren brauche ich für einen Fahrer. Ich glaube, ich brauche noch eine Bahn, bevor mit dem Winter fahren kannst. Oder? Sie hebt dein Hinten. Nope, geht. Vier Bahnen von dir ist eine Bahn von mir. Ja. Oh, gut, dann passt's auch. Und mit dem, wir machen jetzt mal außen, mit dem Frontmähwerk immer zuerst außen rumfahren, weil dann sind wir nicht so nah am Zaun. Ja. Also im Uhrzeigersinn auf dem Ufer. Aber über unseren Acker drin ist ja auch noch sau viel Wiese, ne? So, also sau viel Gras. Wir sind Grünstreifen, ja. Ja, wenn wir sind hier im Anfang, wir müssen jedes Viehzimmer, was wir bekommen, ausnutzen. Das Ding ist, eine Frage noch. Wollen wir eine Düngersteuer von Anfang an gleich kaufen? Wir können, also das Geld hätten wir noch. Dann ist die Frage, wollen wir den Bredal zum Anhängen oder den Kuhn oder Pferneland? Ich will da gleich mit Kalk nehmen. Ja, wir haben das Ding. Wir haben es. Oh, Modding Build Package mit drauf. Ja, da würde ich gleich mit Kalk machen. Pflege. Weil. Ja, dann kauf gleich den, weil ich bin hier gerade am Mühen. Bevor du ihn einholst. Der rutscht ein bisschen bei mir. Mit Johnny? Nee. Der Wender. Ja, hängt ja auch ein bisschen hin. War nicht doll, aber ein bisschen. Ich weiß nicht, wieso der hinten das erst so einfach guckt. Oh nein. Die ist halt so wie das. Sollen wir den kleinen von den Kuhn nehmen mit Kalk? Hm. Wie viel kostet denn da Einachser? Mit Komplettaufbau? Ich will den großen Aufbau nehmen. Ich glaube, da reicht der mittlere. Ja, genau, von mittlerer, ja. Mit 11.000 Liter. Reifenvariante Pflege. Ohne Aufsatzkosten. Also ich mache jetzt mal mit ohne Aufsatz. Ja. Weil es bleibt mir da reicht bei uns. Kostet 38,86. Ja, das ist gut. Das ist vollkommen klar. Könnt ihr noch eine Abdeckung spendieren? Da kostet aber 39,60. Ja, das will die 1000 Euro sind gut. Aber wie viel sind's? 5 Jahre vorher kostet 36, oder? Also das sind 750 Euro mehr. Ja, das. Nehmen wir bitte. Ah, ist genau ausgekommen. Also ich bin durch Flo. Mit dem. Mhm.
fahrst du über Sebi hin. Ja, mach ich. Gucken wir mal dahin, ich glaube, wir müssen mal. Ich fahre hier mal ein bisschen langsam. Ja, okay, langsam 40 km/h. Ich fahre hier mal ein bisschen langsam. Ach ja. Warte mal. Bist schon da. Ah. Flo. Ja. Ich hab's gemerkt. Und das ist schon ein Stückchen. Oh ja. Das war ja relativ angenehm. Warte mal. Haben wir zuerst ausgenommen, das gute Stück. Können wir runterlaufen? Ups. So. Lo, fangst du dann an zu schwaden? Dann tue ich dann. Ja, kann ich dann gleich machen. Aber ich muss ja erst noch mal ein paar Fähnchen ziehen. Ist schön hier. Ja, dann machen wir so, das muss man schon sagen. Ja. Also, dafür, dass ihr mal, dafür, dass ihr gesagt habt, nee. So. Dafür, dass ihr mal gesagt habt, nee, Franzosen-Map. Ja, also der an sich, der Aufbau von den Feldern und von den Gegenden ist schon schön. Black. Aber ich mag halt einfach den, den französischen Hofaufbau, den war nicht so gern. Deswegen. Aber der ist jetzt nicht so französisch aufgebaut, finde ich. Es geht. Ich habe gerade rausgefunden, man kann mit einem Mähwerk Weizen mit. Ja, würde ihn echt auch gehen. Ja. Also ich kann den kaputt fahren damit. Beziehungsweise kaputt machen. Weil du stürzt aber nicht machen, ne? Nee. Aber ich bin hier gerade längs gefahren und da hat sie ein, zwei Pflänzchen mitgenommen. Ach ja. Ja, geht in Real-Life auch. Ja, irgendwo auch klar, ne? Messer schön, die wo rumschlänzen, da wird auch ein Weizenhalm abgehauen. Die wo irgendwo unten rumschlänzen. Ja. Ah, der wäsch mir schon sympathisch, du. Okay. Ja, also, ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Ich habe gerade ein bisschen was mitgenommen, jetzt liegt eine Strohschwarte. Sehr gut. Du, habe ich das schon gewusst? Nee, hab ich nicht. Du, ich habe das bis jetzt auch noch nicht gewusst, ne? Wir haben ein Silo! Ja, das. Sollen wir gerade Silage machen? Wir haben, haben wir ein Silo oder mehrere? Ich, drei. Also wir haben ja auch Lagerbestände, soweit ich gesehen habe. Ja. Das heißt, wir... Wo werden bin denn ich rein? Könnten im Prinzip, wenn wir knappe Kasse mal sind, wieder verkaufen. Ah, du bist erst. Ah, du bist... Lass das mal runter. Ja. Ich hab noch nicht gewusst, dass das passieren kann. Bei mir hängt es ein bisschen nach. Na, nicht nur bei dir. Bei mir hängt die Schwarte ein bisschen nach. Flo, ja, nee, schön. Schön, dass du richtig schön weit ins Eck rein bist. Ja, ja, das war's. Danke. Ich hab, muss auch ein bisschen an dich denken. Hm. Merke ich schon. Ja. Wir müssen bei beiden Ecken laufen, vor allem auch. Ja, genau. Kannst du noch den Zwischenstreifen mähen, Flo? Wenn der Glas weg ist. Nee, nee, wenn ich... Oh, ich hab Strom mitgenommen. Jetzt haben wir Heu mit Stroh. Da liegt eh irgendwo in der Mitte den so ein Stroh mit bisschen. Ja. Und ich weiß nicht. Stimmt. Wie. Hä? Seit wann geht denn das? Ich weiß nicht wieso. Aber das flackt da einfach. Also ey, nur eine Bank. Also ich nehme alles zurück, was ich zur Franzosen-Map gesagt habe. Also auch über die Straße. Fast. Ciao. Tschüss. Hier liegt wirklich einfach mitten im Ding der Stroh. Deswegen war ich gerade kurz ein bisschen verwirrt, aber ja. Wie ist das gegangen? Lass mal das Thema.
Enge Kurve. Unübersichtliche Kurve mit dem Strom auf und da, aber gut. Jetzt muss ich mal meine Schwader ranklemmen. Ist ja richtig. Was haben wir überhaupt auf Feld 1? Keine Ahnung, aber ich glaube auch mal irgendwann. Weizen. Auch Getreide, gut. Ist das. Zweimal Weizen. Perfekt. Lass Hühner kauft. Wir haben Hühnerstall einfach. An dem scheitert ja, dem ja. Also an Stellen scheitert 4 auf dieser Karte. Ja, weil wir haben Schweinestall, Kuhstall und Hühner und Schafe, glaube ich, auch. Nee, Schafe kann man kaufen. Schafe kann man kaufen, haben wir aber nicht. Ja, ja, passt. Nicht noch nicht an. Ja, Schafe brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nee. Kleiner Sneak Peek. Obwohl, ist die da schon raus? Ehrengrad meine ich. Puh, du. Ich glaub schon, ja. Vor allem noch nicht, kleiner Sneak Peek. Wir vielleicht kommen Schafe. So, jetzt kommt wieder die Frage, wo ich mein Gewicht hingeballert. Ich glaube da drüben. Bin mir nicht mehr sicher. Ah doch, da sehe ich, was drüben ist, das passt. Ah ja. Zack. Flo, Flipsi? Ja. Kleine Frage. Wer sammelt dann Stroh ein? Werde ich dann den Wender ranknallen. Wender Schwader. Flo, ja. Dein Gewicht da vorne tue ich mal da vorne neben unsere Traktor, ja. Würde ich sagen. Soll ich sammeln oder? Du Schwan. Okay. Ah, aber bitte lieb zu mir, ne? Ja, ja. Du kennst mich doch. Ja. Man hat's am Mähen gesehen. Mhm. Ja, dass du ganz lieb bist. Aber wir müssen jedes Viehzell ausnutzen, sagst du es? Nicht auf der Ehrengrad oder auch nicht auf der Ellerbach. Ja, wir haben noch 76.000, aber trotzdem will ich jetzt viel Zeit ausnutzen. Und das hier vorne können wir nicht nehmen, wenn wir da nicht reinkommen. Das ist plötzlich ein Kuhstall. Ja, ich glaube, da kommen wir rein. Kommen wir da rein? Da kann man rein, ja. Aber Bremse geht nicht. Haben wir ein Multifruzilo? Ich hoffe es mal, aber I don't know. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben Multifruzilo. Ja! Echt? Ja! Halleluja! Danke! Das wird auch. Ich glaub, bis ich damit fertig bin ich schon. Schau mal kurz, wo man in die Kuhwelle reinkommt. Ich glaube, da kommt man nicht rein, außer vom Kuhstall aus, aber ansonsten. Auch von hier aus, ich hab's. Ey, kommt man da drin? Ja, da ist auch ein Unterstand. Oh, okay. Über zwei Wege sogar. Okay. Also einmal mit einer kleinen Rampe und einmal, wenn man da, wo du mit dem Schwader raus bist. Und dann gleich rüber hinten im Kuhstall, da geht's rein. Können wir nächstes Mal Main ausprobieren. Da ist auch ein kleiner Unterstand dran. Was wollen wir eigentlich da mit dem Heu machen? Erstmal ins Lager reinhauen, oder? Erstmal ins Lager und dann verkaufen. Aufpassen. Ja, aber wir haben 3 Kilo. 3? Drei, ja. Außerhalb vom Hof, eins. Also ein Durchversiegler am Hof. Ach so. Außerhalb vom Hof und dann. Also so und so ein Silo. Ah, das ist schon wieder drauf. Wo man so umbauen kann, dass man oben reinfahren kann. Also die Grünstreifen an dem Fluss sind schon richtig eng. Ja, du könntest vielleicht auch Vorgewehr ziehen. Könnte man hat machen. Ja keiner verboten, ne? Macht aber mehr Spaß, euch dann zuzuschauen, wie ihr dann die Bahnen zieht. Oder ihr fahrt einfach rückwärts, aber ja. Ich muss. Oder Fluffschwader, der einfach, wenn du fertig bist, ja. Nochmal einmal rauf und ja. Zwei Vorgewände, wenn ich eben Schwader dran hab, dann passt. Also wir stellen fest, Lenkachse hat der Teil nicht. Ne, da. Aber ja, für die erste Folge haben wir schon relativ gut viel geschafft, denn wir sind mit der heutigen Folge auch fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf.
Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf bei beiden Kanälen. Grau färben, Glocke aktivieren, damit ihr nicht mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sind wir uns schon sehr bald zu einer weiteren Folge hier auf der MS-19 Baltic 4. Und ja, bis dahin, macht es gut. Haut rein und ciao, ciao. 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 Where I belong, I'm still rolling the dice, praying.